Ja, Bauen schafft grundsätzlich einen Wert und Bauen ist Ausdruck, baukünstlerischer Ausdruck einer Gesellschaft. Das heißt, es ist deshalb nicht unwesentlich, wie wir unsere gebaute und auch die ungebaute Umgebung prägen mit unserem Tun. Ja, wichtig wäre generell, die Verantwortung wieder in die Hand zu nehmen, nicht die Gewinnmaximierung, sondern den Menschen und seine Bedürfnisse wieder in den Mittelpunkt des Bauens zu stellen. Weil wir bauen heute eigentlich schlechter, als es unsere Vorfahren getan haben, obwohl wir die besseren technischen Möglichkeiten hätten oder haben und natürlich auch ganz anderes wirtschaftliches Potenzial. Ein erster Schritt wäre einfach, die Regionalität wieder aktiver ins Bauen zu integrieren. Das heißt, es gibt überall so fantastische Handwerker in jeder Branche, genauso wie einfach authentische Materialien zu verwenden, die vor Ort vorkommen, dann können wir wieder Lösungen hervorbringen, für die uns wahrscheinlich unsere Nachfahren dankbar sind.